Jo, verehrte Zuschauer und herzlich willkommen zu diesem krassen Game. Ein weiteres angespielt ist in eurem Home. Dieser Freestyle ist total kacke, doch ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache. DJB in Games präsentiert euch hier einen weiteren Shit. Early Access auf Steam, krasser Gig oder so in die Richtung. Jedenfalls wünsche ich ein recht herzliches Willkommen zu einem Spiel mit, ja, dem wohl ausgefallensten Namen, den wir seit langem in der Gaming-Branche mal wieder zu hören hatten, nämlich Drunken Robot Pornography. Und ich war umso überraschter, als ich bemerkt habe, dass dieses Spiel von den gleichen Entwicklern wie Monster Loves You kommt, was ich ja auch schon mal in Angespielt vorgestellt habe. Und das hier ist eines der sogenannten Steam Early Access Spiele, das gibt es ja erst seit neuestem, das heißt, das Spiel befindet sich an sich noch in der Entwicklung, lässt sich allerdings auf Steam schon kaufen und dann könnt ihr den Entwicklern irgendwie mithelfen. Was ich schon unglaublich genial finde von Anfang an ist der Soundtrack, also ich habe gerade eben kurz geschaut, ob das alles funktioniert mit dem Aufnehmen und so weiter und so fort und ja, also was da im Hintergrund so abläuft, das kann man gar nicht beschreiben. Ich versuche es ab und zu mal so ein bisschen laufen zu lassen, aber in 99% aller Fälle plapper ich ja so oder so drüber. Was mir gar nicht gefällt hier am Anfangsmenü ist zum einen, die benutzen meine Schrift verdammt nochmal. Ja, die muss ich ja mit meinen Thumbnails, die machen es ja natürlich nicht, das ist eine frei verfügbare Schrift. Was ich meine hier in den Optionen, das sieht noch ein bisschen doof aus irgendwie und zum anderen ist auch keine 1280x720 Auflösung zur Verfügung. Weswegen ich jetzt halt hier irgendwie ein 1080p aufnehmen und das Ganze irgendwie nachher runterrendern muss. Aber das sind alles technische Details, die scheißegal sind. Gezockt habe ich noch nicht wirklich, deswegen habe ich jetzt auch keinen Plan, was dieses tolle Paint-Menü hier soll. Wir überlegen es uns mal. Ring Structure to Boston Overlook, Your Apartment to Your Bar. Und was hat das mit Roboter-Pornografie zu tun? Betrunkener Roboter-Pornografie, wohlgemerkt. Ja? Ich gehe mal in mein Apartment. Oh Gott, what a mess. You can't even fit inside it. Okay, wir passen da nicht rein. Das heißt, das könnte zum Beispiel einfach noch nicht entwickelt sein. In die Bar können wir auch nicht. Nein, also das sind so zwei Sachen, die gerade eben aus irgendeinem Grund noch nicht gehen. Ich glaube, das hier geht auch noch nicht. Das heißt, das Einzige, was man aktuell sich anschauen kann, ist die Finnegan... ja, natürlich, genau. Genau so wird das ausgesprochen. Die Finnegan Area. Oh, Arena oder was auch immer das jetzt gerade eben war. Also wie ich gerade eben schon erwähnt hatte, das Spiel ist noch in Entwicklung. Deswegen nicht wundern, wenn das hier alles schon wieder wirkt, als wäre es sehr, sehr unfertig. Das ist komplett logisch in dem Fall. Stand da gerade irgendwas von Titten? Und das meine ich auch schon. Hör euch mal die Mucke an. Ist das nicht funny? Ich meine, das ist so ein komischer Indianergesang da im Hintergrund. Ich sammle das mal ein hier. Incoming... Ach, Titan, nicht Hits. Was ist denn das für ein... Never ever, ey. Was geht? Ich dachte jetzt, das ist irgendwie so ein bisschen hier entspannt Multiplayer-Geballer, aber dann kommt da so ein... Nee, ey. Kommt da so ein riesiges Scheißvieh auf die Platte? Wo muss ich das treffen? Ich mach mal Folgendes. Vielleicht kannst du mich hier unten ja nicht treffen, das weiß ich ja nicht. Ja gut, wie ich gerade bemerkt habe, geht das wohl. Lass mal schauen, wie stelle ich da jetzt am besten was an? Ach hier, guck mal, das muss ich treffen, wenn das runterkommt. Das Problem ist, mein Leben ist schon wieder hart im Arsch. Das macht's nicht gerade besser. Und das ist vor allem scheiße viel, dass hier auf einen zukommt. Und die Musik hat sich verschlechtert. Mir fehlen die rumstöhnenden Typen, wenn ich ehrlich sein soll. Also dieses hey ja, hey ja, hey ja. Alter, krasser Scheiß. Also das, einfach auf die Gliedmaßen drauf. Das war verdammt knapp, Kenner. Das war nicht nur verdammt knapp, das war verdammt knapp. Kann ich das vielleicht auch aus der Entfernung irgendwie ein bisschen abballern? Okay, und wenn ich hier so ganz hinten rangehe, dann ist das cool, glaube ich. Alter! Lädt sich mein Leben zumindest mal irgendwie... Power ist hier das mit dem Jetpack, also um kurz mal so nebenbei die Steuerung so ein bisschen zu erklären. Ganz normal, Ego-Shooter-mäßig, hier mit der Maus zielen und so weiter und so fort, obwohl es keine Möglichkeit gibt, genauer ranzuzielen. Steuerung mit den WASD-Tasten und per Make It Hurt. Und per... Wow, das ist ganz schön krass. Per Leertaste kann ich ein wunderschönes Jetpack aktivieren, mit dem ich mich in die Lüfte enthebe wie ein kleiner Pimmel. Gut, jetzt kann ich hier Helter Skelter. Also das wird doch wohl noch freigeschaltet. Das heißt, es gibt nicht nur dieses eine Level, das in dieser Early Access Version verfügbar ist. Ich gehe von aus, dass vor allem noch die Menüs überarbeitet werden mit der Zeit, weil das sieht ja aktuell wirklich noch so aus, als, ne? Ich lese andauernd Tits. Das mit diesem Pornography im Titel, das tut mir nicht gut. Komme ich da ran? Ja. Triple Fire. Kommt da jetzt schon was oder sind das meine Gegner? Rapid Fire.
Das sind eindeutig meine Gegner. Points to Titan, okay. Also in dem Fall läuft das jetzt ein bisschen anders ab, als das vorher ablief. Wenn wir uns ja daran erinnern, da hatten wir dann direkt den Titan, der ja plötzlich auf den Plan getreten ist. Hier müssen wir dann wohl erstmal diese Punkte zerstören, bis dann... Ey, das ist ja wohl ein Joke, oder? Das ist ein krasses Game, Leute. Das ist ein echt krasses Game. Und wisst ihr auch warum? Weil ich finde, das auf dem PC, also man kennt das ja von Spielen wie God of War, ja, die God of War-Reihe oder Dante's Inferno, eben diese ganzen Action-Slasher. Da kennt man das ja, ey, das ist echt übel, dass man gegen so riesige Gegner kämpft. Aber das ist meistens nicht so wirklich im Ego-Shooter-Bereich, da kenn's ich jedenfalls nicht. Deswegen finde ich das gerade eben echt ganz schön heavy, weil das ist irgendwie, kenne ich gar nicht so. Man hat da plötzlich so ein riesiges, krasses Vieh auf der Bildfläche und muss irgendwie gucken, dass man damit klarkommt. Und das ist hier bei diesen Welten, wo man bestimmt auch leicht... Ich nehme mal das hier. Neutron Bomb, was bringt... Oh! Heidewitzka! Ey, Mann! Da ballert's ja rein wie nix. Oh, it's angry! Na, klasse. Das wollte ich doch gar nicht. Wo schieße ich jetzt genau rein? Einfach drauf? Ja, sieht so aus, ne? Final Score 100.247, so viele Abonnenten hätte ich mal gerne. Müsste mal ein bisschen was machen. Also das ist ja ganz klar, geht ja nicht. Fight! Was geht mit meiner Stimme? Kinners, meine Stimme ist heute ein bisschen angekratzt, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht genau, wo es herkommt. So viel rumgeschrien habe ich am Wochenende eigentlich gar nicht. Und hier wird irgendwas mit Cocktail und diesen kleinen tollen Dingern erzählt. Ich vermute auch, dass die Umgebung noch irgendwie angepasst wird. Also ich weiß nicht, was da genau noch in Planung ist. Bisher gefällt mir der Stil vom Spiel eigentlich. Weil es mal was anderes ist. Klar, es ist nicht irgendwie super aufwendige Mega-Crisis Battlefield 3 Grafik. Aber es hat so seinen eigenen Charme. Ist natürlich auch ein Indie-Spiel, ne? Das sollte man so nebenbei anmerken. Da steckt kein großes Studio dahinter. Wie ihr seht, nutze ich angespielt auch inzwischen sehr, sehr stark dafür euch etwas... Alter, laber hier mal nicht so rum. Nutze ich die Angespielserie sehr stark auch dafür, euch etwas unbekanntere Titel vorzustellen, ein bisschen Indie-Entwicklern unter die Arme zu greifen. Die freuen sich da auch jedes Mal drüber, das kann ich euch versichern. Also, man soll natürlich nicht über einen Kamm scheren, aber ich habe inzwischen dann doch in meiner bescheidenen kleinen Laufbahn mit sehr, sehr vielen Indie-Entwicklern schreiben dürfen. Natürlich auch gibt's auch größere Firmen bzw. Entwickler, die wirklich nett sind. Aber die freuen sich tierisch darüber, wenn etwas über ihr Spiel gemacht wird und wenn das Leute auch kaufen und so weiter und so fort. Was ist natürlich keine Aufforderung dazu sein, sowas zu kaufen nachher und das steilt mir hier wieder irgendjemand Schleichwerbung und ich bekomme was weiß ich mal, wie viele Milliarden Euro für dieses Angespiel, was natürlich nicht der Fall ist. Nee, aber was ich meine, ich nutze die Serie derzeit sehr gerne dazu, das wird sich wieder ändern, sobald ich mal ein bisschen besseren Rechner habe, dann werde ich zumindest einmal im Monat, denke ich, auch mal wieder einen AAA-Titel oder so vorstellen. Gerade eben mache ich übrigens absolut nichts Sinnvolles, nur um das mal so irgendwie nebenbei an den Mann zu bringen oder an die Frau oder an alles, was zwischendrin sich befindet. Bäh. Ihr seht, mein Sprachfluss entspricht dem eines halbseite gelehnten Alkis. Gelehnten Alkis. Alter, selbst die Line kriege ich nicht mehr richtig hin. Das haben wir gerade eben übrigens verkackt. Wollte ich nur mal... Ne? Haben wir verkackt. Haben wir verschissen. Oder ich wohl eher. Hier gibt's jetzt keinen Titan oder wie? Ist das jetzt gerade eben so ein krasser Special-Modus? Ich sollte das Jetpack mal ein bisschen mehr... nutzen. Hat mir gerade eben hier so ein Vogel verraten, so ein Zwitschervogel. Die kommen auch immer so plötzlich so nah ran, diese hässlichen Zahnräder. Ja, Rapid Fire hier. Deine Mutter habe ich Rapid gefeiert. Das ist aber schon länger her. Rocket Boost, was heißt das jetzt, dass ich hier so krass upbreaken kann? Was bringen denn eigentlich die Cocktails? Ich glaube, ich muss Cocktails einsammeln und gleichzeitig diese Knubbels massakrieren. Und diese Punktzahl eben erreichen. Das ist wahrscheinlich das Wichtige. Und das eben in der vorgegebenen... Ah ja, guck mal, da oben links läuft der Zeit ab. Ich soll mich so langsam mit den Anzeigen irgendwie beschäftigen. Das war übrigens schon wieder... Ach, wird das auch geupdatet, das Rapid Fire, wenn ich jetzt richtig krass bin? Ja, tatsächlich. Ich glaube, die Upgrades lassen sich aufstocken. Kam mir jedenfalls gerade eben ein bisschen... Alter, scheiße, das kriegen wir schon wieder nicht auf die Kette. Habt ihr komischen Knubbel? Das erinnert mich gerade eben an eine komische Version von Minesweeper / Mohun. Alter, schaffe ich das schon wieder nicht. Willst du mich eigentlich... Ich sollte primär... Also hauptsächlich in dem Fall, für die Leute, die nicht wissen, was primär bedeutet, kann es ja auch geben. Nur auf die ballern, weil das wird jetzt schon wieder, glaube ich, echt Käse hier. Obwohl... Ah, schieß da nochmal einen rein, komm. Ey, das ist doch mal ein Käse hier gerade eben.
Nochmal, Replay. Das kriege ich jetzt noch hin, das wird in dieser Ausgabe noch erledigt. So wahr ich Amadeus Mozart heiße. Ja, ich bin eigentlich Amadeus Mozart. Ich habe das bisher sehr wenigen Leuten verraten. Das liegt einfach daran, weil die werden dann immer so ein bisschen aufgeregt, ne? Wenn ich sage, hier, hallo, total berühmter Komponist bin ich. Kann ich aber auch nichts für, weißt du? Ah, nee, guck mal, das gibt 1000, die Teile. Das muss ich eigentlich einfach nur einsammeln. Und dann ist gut. Da unten gibt es auch noch welche. Ja, dann ist das ja easy going bis sonst wohin. Und die knallt man nebenbei irgendwie so entspannt ein bisschen von der Palme. Obwohl es gerade eben sehr viele werden. Nur so, einfach so, ne? Ich sag zu oft nur mal so nebenbei angemerkt. Das ist so mein neues krasses Stichwort, das ich gerade andauere. Hey! Fall bloß nicht runter, Gunnar. Ist das hier ein krasses? Ja, Rapid Fire ist mir lieber als Triple Fire. Ich hatte auch immer schon lieber Rapid Eier als Triple Eier. Gib mir das da unten mal! Ich möchte. Nein, nein. Alter, ich spiele so einen Scheiß zusammen. Das möchte ich jetzt mal, also. Das möchte ich betonen. Nicht anmerken, ich möchte es betonen. Dass ich persönlich meine spielerische Leistung aktuell nicht für angemessen halte. Die stoßen dich, glaube ich, auch. Komm. Komm. Was zum Warum? Okay, es reicht. Ich mach das noch. Ich mach das so, war ich Beethoven heiße. Jetzt nehme ich mir erstmal... nicht die hier. Okay, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal. Nebenbei die irgendwie abknallen. Das hier holen. Weil da tauchen ja auch immer irgendwie neue auf, wenn ich das jetzt irgendwie richtig gepeilt habe. Das kann ja auch nicht sein. Guck mal, ich habe jetzt noch 60 Sekunden, bin bei 13.000. Wie soll das denn bitte schon wieder nicht klappen? Indem du einfach schlecht bist, Killer. Killer, du bist wirklich der dümmste, Alter, ey. Kannst du mal das Spiel anspielen, man zockt die ganze Zeit so eine Scheiße zusammen, ja? Meine kleinere Schwester könnte besser spielen als du, wenn ich ihr 3 Wodka reinschütten würde. Alkohol für Minderjährige ist keine Lösung, meine lieben Freunde. So steigert ihr keine Spielskills. Höchstens eine Leberzirrhose oder irgendwie sowas. Komm. Nein! Dieses Runterfallen ist tatsächlich ein Problem, das ich am Anfang gar nicht gesehen habe. Weil man fällt so runter, ne? Und dann ist da kein Gunnar. Ey, das kann nicht sein, dass ich jetzt schon wieder hier den Hampelmann mache. Nein. Ich habe 80% und krieg's nicht auf die Kette. Ich könnte hier gerade eben ins Eck kotzen, ja? Und zwar in einem perfekt normal parabeltechnischen Strahl. In Sinuskurve, was keinen Sinn ergibt, aber... Okay. Das war schon wieder zu langsam. Das muss alles, das muss schneller gehen. Unsere Stadt muss schöner werden. 1, 2... Kann ich auch irgendwie sprinten? Bringt mir das mal irgendjemand bei? Irgendwie von Anfang an anfangen zu schießen. Trotzdem nicht vergessen, halt die Dinger hier mitzunehmen. Ich glaube, das ist die Lösung. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, nämlich vorher die ganze Zeit viel zu wenig geschossen einfach nur. Das meine ich. Jetzt fehlt mir aber wieder hier dieser eine, der da oben eigentlich ist. Ach, Mann, das Spiel geht mir jetzt schon auf den Sack. Also nicht, weil es schlecht ist, aber einfach, weil es schwierig ist. Gerade wenn man das so ungewohnt ist, im Shooter-Bereich zu zocken. Also früher war ich das gewohnter. Aber ganz ehrlich, in letzter Zeit habe ich Shooter 0 gezockt. Und wenn man was 0 zockt, dann wird man da schon mal so ein bisschen eingerostet. Oh, das sieht gut aus. Weiter drauf, Digga. Nicht aufhören. Das muss jetzt zu schaffen sein. Wenn das nicht zu schaffen ist, dann heiß ich sonst wer. Dann heirate ich die Merkel. So. Ich muss die Merkel nicht heiraten. Tut mir jetzt leid, wenn sie sich gerade eben Hoffnung gemacht hat. Wir wissen ja alle, dass die komplette CDU meine Videos schaut. Das haben sie mir ja damals gebeichtet. Was ist jetzt in der Boston Overlook? Da gibt's ja schon richtig viel. Ich dachte jetzt wirklich, das wäre so eine kleine Ansatzversion.
für die man halt bezahlen kann, wenn man den Entwicklern wirklich bei der Entwicklung helfen kann. Aber da gibt es ja hammermäßig. Gut, das machen wir noch, meine lieben Freunde. Die Mission zeige ich euch noch. Wie heißt sie denn? Octavo Rage. Und alles andere könnt ihr euch dann entweder selbst anschauen, wenn ihr euch das Spiel im Early Access kaufen wollt. Oder eben, wenn es rauskommt oder sonst was. Oder, ne? Ist ja alles immer eure Entscheidung. Bei 10.000 kommt der Titan, denke ich. Oder muss ich einfach nur 10.000 zusammenkriegen? Das wäre ja langweilig. Ich hätte nochmal Bock auf so einen Titan. Das fand ich eigentlich ein cooleres Konzept, als hier einfach nur so ein bisschen Mohun zu spielen. Das ist schon fast minimal langweilig, finde ich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier gerade eben am Einschlafen bin. Das habt ihr auch gemerkt. Ich war ja irgendwie recht piss, dass es nicht so funktioniert hat, wie es funktionieren sollte. Aber die Titans waren schon geiler. Die hatten was, ne? Was Besonderes. Ja, gut, da habe ich gleich gewonnen. Das war auch absolut nicht schwieriger als das letzte Level. Was wirklich nicht. Was zum Henker, Kenners. Ich möchte gern ein Contains Titans. Da steht's da, Contains Titans. Das mag ich total. Das hätte ich gern auf jedem Gurkenglas draufstehen. Da gibt's zwar auch ein Zeitlimit. Das heißt, hier wird man wirklich gefordert wie nix. Also, fordern tut das wirklich, du. Was ist das da hinten? Ich will's. Deine Cocktails wirken sehr vertrauenserweckend. Geben wahrscheinlich einfach nur Punkte oder so. Waffen gibt es bisher auch noch nicht komplett viele. Es hat so ein bisschen was vom klassischen Unreal Tournament. Bitte nicht dafür irgendwie kreuzigen, dass ich das gerade eben gesagt habe, aber finde ich schon. Und ich habe damals noch ein recht altes Unreal Tournament und das war nämlich Unreal Tournament 2003. Jetzt geht's ab, Alter. Jetzt kommt er hier gleich. Wo ist er? Ist er unten? Alter, das muss er sich halt mal geben, ne? Das ist schon fette Viecher. Das erinnert mich gerade eben auch geringfügig an. Ich weiß nicht, ob ich euch sagen kann, wie es heißt, weil ich es nicht im Kopf habe. Wie hieß denn das nochmal? Ich hab's hier auch rumliegen. Ich könnte es mir anschauen. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal irgendwo im Let's Play erwähnt. Ist ein PlayStation 2 Spiel. Geht es um so Mecha-Shit, ne? Kennst du ja so, steigt in Mecha rein, kleiner Junge und sowas und kämpft da durch die Gegend. Ist relativ cool. Hab allerdings gerade wirklich keine Ahnung, wie es heißt. Kann ich auf dem rumspringen? Bin ich jetzt hier? Wo bin ich gelandet? Bin ich auf einem drauf? Der ist dreckig, den möchte ich nicht anfassen. Und ich falle runter. Ah, schön ist auch, dass man nicht stirbt, wenn man runterfällt, sondern, glaube ich, nur Punkteabzug bekommt oder so. Weil das wäre sehr frustrierend. Das ist ultra frustrierend, wenn man stirbt, wenn man nur runterfällt. Finde ich. Komm, hier nochmal voll drauf. Du bist der Babo vom Bahnhof. Make it cry. Dann machen wir es mal cry hier. 3, 2, 1 und Tschüssikowski, du scheißfettes Riesenteil. Was Incoming Titan. Was? Das ist eine Doppelmuschi. Alter Vater, krasse Nummer. Ihr merkt schon, ich passe mich so ein bisschen dem Spiel an und kommentiere primär auch nur mit irgendwelchen. Also primär bedeutet hauptsächlich, ich hab's ja noch nicht erwähnt vielleicht in dem Let's Play, aber das soll man vielleicht nochmal machen. Primär bedeutet hauptsächlich. Aber jetzt sieht das ja auch richtig an. Wahrscheinlich gibt es dann da oben gleich nochmal so einen Spacken, mit dem man sich irgendwie rumbetteln muss. Kriege ich den noch? Ich glaube, den kriege ich nicht mehr. Jetzt kommt gleich wieder Make It Cry oder was? Oder hier, das da unten noch ab. Ach, komm. Continue. Ich gehe zurück in das wunderschöne Menü von Drunken Robot Pornography. Und lass die Credits nebenbei noch ablaufen, weil das kann man ja mal so machen. Ach, guck mal, da sind Bilder. Hier. Das ist aber schön. Und die Musik ist Selected Music von qmusic.co.uk. Aber die Musik ist jedenfalls super in diesem Fall, auch wenn sie gerade eben fight. Ah, da kann man jetzt irgendwie sich hier noch. Man merkt schon. Ich drücke einfach mal Hallo. Hier mit dem schreibe ich immer. Was passiert hier? Mark Twain? Hä? Das war doch. Hä? Ah, okay, gut. Also, sie haben hier, das finde ich sehr, sehr witzig, ehrlich gesagt, wenn man sich vor Augen hält. Ich hoffe, ihr habt die Ausgabe von Angespielt gesehen, in dem ich das Text-Adventure-mäßige Monster Loves You von den Entwicklern hier von die Joban Games vorgestellt habe. Sie haben das irgendwie im Menü so ein bisschen versteckt. Wenn man hier rumklickt, dann landet man in einer Art Text-Adventure. Ist ein bisschen komisch, aber es geht ja eigentlich um das eigentliche Spiel. Also um dieses ganze Rumgeschute, das wir gerade eben gemacht haben. Ich finde es noch ein bisschen schwierig zu beurteilen. Das mit den Titans finde ich eine echt geile Idee, macht sehr viel Spaß. Die Musik ist cool, aber natürlich braucht das Spiel noch, ne?
braucht noch ein bisschen Polierung. Da muss man noch ein bisschen schön ran. Da muss das Menü noch ein bisschen fescher designt werden. Gerade nicht mehr die Optionen, die sehen einfach scheiße aus. Aber so ist das eben, wenn man an einem Early Access Game quasi noch an der Beta eigentlich dran ist. Und deswegen möchte ich den Entwicklern hier auch gar keinen Schuh drehen, sondern bewerten nun mal die Spielidee an sich. Und die finde ich ziemlich cool. Also sie sollten wirklich hart auf das mit den Titanen gehen. Das finde ich extrem geil. Das macht richtig, richtig Spaß. Das Mohun-Prinzip unterstützen drin lassen, das heißt, dass man halt erst irgendwie die Punkte sammelt und dann der Titan auftaucht und gerne den auch noch irgendwie größer und noch krasser. Das hat ziemlich viel Spaß gemacht. Schreibt mir eure Meinung zu Drunken Robot Pornography in die Kommentare und verpasst dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch wirklich gefallen hat, und gerne auch einen Favoriten, wenn es wirklich, wirklich, wirklich geil fandet. Vergesst nicht, meinen Kanal in euren Popo zu schieben, das ist unglaublich wichtig und tut wirklich gut. Wir wollen hier natürlich nicht zu analen Aktionen aufrufen. Übrigens, ich darf diese ganzen Wörter benutzen, weil hier Pornography steht, ne? Klickt man ja nicht an, wenn man jung ist und sowas nicht hören darf. Timmy? Timmy, bist du... Timmy? Das sag ich deinen Eltern. Das kannst du knicken. Dass du hier... Brauchst... Anton, du auch. Ne? Tschüss. Bin raus. Unter den Umständen einfach nicht mehr. Drunken Robot Pornography.